Hier ist eine Schotti. Da ist mal wieder nichts. Hier geht's runter. Alter, was war das? Alter, what the fuck? Ich mach mal die Tür auf. Oh oh. Wie Sie sehen, haben wir in New Hope die höchsten Sicherheitsstandards. Man kann ja nie genug. Ach du so. Nimm meinen Flammenwerfer raus. Ich hab's bemerkt. Und stell dich vorne an die Tür. Sie kommen. Ach nee. Cool. Ich hab's nicht gesehen, toll. Ja, ich wusste ja nicht, dass das macht. Schmutz wird nicht toleriert. Danke, dass Sie helfen, den hohen Standard der Einrichtung zu halten. Ich dachte, ich mache jetzt die Tür auf, die kommen gerannt. Mach mal die Tür auf, ne? Was hast du mit denen jetzt gemacht? Hast du die jetzt gegrillt? Ja, da war ein Laser, die hat alle kaputt gemacht. Mann, du machst eine Sauerei, ey. Sieht's ja aus. Ich konnte ich doch vorher nicht wissen. Oh, ein Geschütz. Nö, das geht nicht. Weil das ist rot markiert. Ich glaube, da kann man hier nicht einfach durch. Ich habe eine Idee. Wenn Ihnen auf dem Weg durch die Einrichtung etwas auffällt, das nicht unserem Standard entspricht, lassen Sie es uns wissen. Nö, das hat auch nicht gebracht. Ja, in der Tat. Cool? Ja. Ich bin jetzt zu dir geswitcht irgendwie. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Weiter, glaube ich. Wird aber da durch. Da musst du reinrennen. Nö. Warum denn? Du bist Schiss. Die Geist ist krank. Geh doch. Komm, geh vor. Los. Bin drin. Der Bescheiß. Onkel bescheißt. So. Wieso? Du siehst doch, wo der Lichtstrahl lang geht. Du? Ist ausgeschalten. Das ist kaputt gemacht, toll. Soll ich die mal wieder anschalten? Das ist dumm, wenn du das machst. Nicht. Oh. Bringt das jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht eine Gegnerhorde kommt, wo du dann zurückrennen kannst und dann das einschalten. Weil hier riecht's doch, hier hört sich's doch ganz nach Horden an. Oh, da ist ja noch eins. Warte mal. Hier sind. Nee, das bist du. Ich sag doch, da hinten ist noch eins. Ich hab dich nur gesehen. Nu, mach mal aus das Ding. Hier drin ist nichts zum Ausmachen. Mal gucken, wie man hier weiterkommt. Hat was zu sein. Mach du mal aus. Huch. Dankeschön. Hier scheint es weiter zu gehen. Ja. Arschloch! Okay, er ist schon wieder kräftig am Arbeiten. Ich habe ein bisschen Hackfleisch gemacht. Bisschen Gulasch. Ich auch. Ey, Gulasch! Oh! Alter, was machst du? Ich mach gar nichts. Du hast mit dem Flammenwerfer auf mich geschossen, Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Da, schon wieder! Was siehst du, und das bin ich, oder was? Da dort sind Geschütze, da musst du mal ein bisschen aufpassen. Feuer? Nee. Warum nicht? Feuergeschütz? Geh doch mal weg, Alter! Ich will auch hier durch, eventuell. Ja, ich kann die Dinger vielleicht irgendwo ausschalten. Na, dann mach mal. Vielleicht? Hier bestimmt nicht, hier ist Ende. Hier geht's nicht weiter. Warte mal, vielleicht.
Da ist eine Tür. Aber... Huch. Hallo. So kannst du. Alter. Hier geht's lang und da geht's aber auch lang. Oh, genau da drin. Meint ihr das ernst? Ich hoffe, wir müssen durch die Tür. Hm. Oder? Guten Tag. Da kommen wir zumindest weiter vor. Wie timet man das jetzt am dümmsten? Da ist ein Schalter. Alter. Er hat einmal geschossen. War dann schon zu spät. Hier geht's weiter. Oha! Gut, war nur einer. Na gut, zwei. Bestimmt mal, das geht da rein. Ja. Okay, 200! Oh. Oh, einer, Alter. Zwei, 200! Vorsicht! Her damit! Dann bringen wir auf Gulasch. Uah. Warum muss ich da wieder in die Nähe gehen? Mach die Tür auf! Pass auf, Geschütz! Pass auf, Geschütz! Ich schon. Und sie so durch. Ja, noch ein Geschütz. Geh weg! Wir sind stolz auf unsere Einrichtung. Schmutz wird nicht toleriert. Danke, dass Sie helfen, den hohen Standard der Einrichtung zu halten. Was ist? Auch den bei den Gegnern, die werden gar nicht erkannt von dem Geschütz. Doch, guck. Nee! Runter! Ging mir doch gerade so. Okay. Ich mach die Dinger am besten dann aus. Ding hier drüben ist. Es schwenkt nicht rüber. Doch, jetzt schwenkt er rüber, langsam. Jetzt kannst du. Alter. Jetzt haben wir aber auch ein scheiß Problem hier. Warte, die Schranke kommt. Sie kommt langsam zu dir. Okay. Bin durch. Ach, warte, schaut aus. Sicherheitssystem deaktiviert. Cool. Alter. Ich höre dich, Bert. Was gibt's? Die Luft ist noch rein, aber hier sieht es ganz stark nach schlechtem Wetter aus. Roger, wir werden uns beeilen. Scheiß auf das Wetter, Alter. Oder auch nicht. Och nee. Wissenschaftliche Forschung ist die Grundlage jeder zivilisierten Gesellschaft. Wir wären wilde ohne sie. Ja, okay, ist doch nicht so schwer. Ich habe irgendwie ein Gefühl, ich sollte das Ding noch ein bisschen lassen. Wieso? Danach habe ich gesucht. Weil ich Stimmen höre. Die Schritte höre. Stimmen höre. Sag's doch! Fick dich doch, Alter! Halt doch mal das Maul! Und du auch noch! Na, komm da her! Du kannst ausschalten. Sicherheitssystem deaktiviert. War ein bisschen sinnlos, das Ding anzulassen. Warum noch mehr? Weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Pass auf, wir sind wieder, ne? Ne, ich seh schon. Lichtschranken. Wo ist der Schalter? Ja, muss schon weitergehen, sonst bringt das nichts. Ja, ich suche ja gerade. Dann wir weiterlaufen. Ich schätze, hier gibt's keinen Schalter. Dann halt nicht.
Wetten, ich finde ihn. Wo geht's hier lang? Hatten die hier wohl Kriegsgefangene? Aus den Pendulumkriegen? Das bezweifle ich. Bin ich kaputt, warum nicht? Dieser Ort soll Leute fernhalten. Okay, vielleicht finde ich den Schalter doch nicht. Bist du, Alter? Na, runter? Hoch. Bist doch hinter mir, Junge. Control Point. Wenn Ihnen auf dem Weg durch die Einrichtung etwas auffällt, das nicht unseren Standards entspricht. Ist mir grad! Wir haben noch mehr! Ja, in der Tat. Ich sehe die ganze Sache mal positiv, weil jetzt sieht man, dass hier Dinger sind. Ich bin einfach durchgerannt. Ich hab schon gesehen. Einfach durchrennen. Ich muss natürlich schnell rennen. Da bin ich doch. Das nicht. Du bist normal gelaufen. Ja, denn am Ende, weil ich da an der Wand hängen geblieben bin. Gameboy, mach hinne. Alles klar, raus aus dem Sturm. Wir kommen so schnell wie möglich zurück. Roger, Bert Ende. Ja, wir müssen runter. Boah, Gameboy. Oh, da ist was. Control Point. Was ist hier? Wir müssen uns trennen. Einer von uns muss diese Türme ausschalten. Wer darf an die Knöpfe? Du oder ich? Mach du mal die Knöpfe. Ich soll die Knöpfe machen. Du machst. Okay, du machst die Lederköderung. Die Laserköderung. So, Moment, ich muss mal gucken, wie es funktioniert. Mach dich bereit. Also muss ich jetzt hier loslaufen oder warte, was? Warte, ich guck erst mal ganz kurz, was passiert. Okay, los! Oh, seien Sie sicher. Sau, ich muss laufen! Ich muss! Nein! Stand doch! Hat er doch gerade gesagt, lauf los! Ich hab gerade gesagt, warte doch erstmal. Ich will mal gucken, was hier passiert, Junge. Der hat hier gesagt, lauf los! Ist doch scheißegal, ob er das sagt. Ich hab doch gesagt, warte mal, ich will erstmal probieren, was passiert, wenn ich die Schalter drück. Mach ein. Ja, dann ist doch ein Ding auf mich zugekommen. Und dann hat er losgeballert. Die bewegen sich, wisst ihr? Du hast da einen Schalter gedrückt und dann hat sich das Ding Richtung mich bewegt und schon war ich matsch. Wer darf an die Knöpfe? Du oder ich? Also ich müsste jetzt wahrscheinlich... Pass auf, wenn ich das hier mache, dann schaltet das eine ab und das andere an. Du musst also schon mal, geh mal schon mal vor zu den, so weit wie es geht vor. Hä? Kann ich, passiert nichts. Du sollst so weit wie möglich vorgehen. So weit wie es geht vorgehen. Ja, ich drück ja dann auch den Schalter. Komm. So, lauf, weiter, weiter, weiter. Stopp. Warte. Weiter. Stopp. Müssen wir warten, bis die grün sind. Weiter. Stopp. Weiter. Weiter. Okay, durch. Alles klar. Ist ja wie in einer Geisterbahn hier, oder? Wir müssen gleichzeitig drücken. Okay, 3, 2, 1. Yay. Bin drin. Scheiße. Ganz sicher keine Gefangenen. Was zum Teufel sind diese Dinger? Ach du Scheiße. Alter. Aber was ist da drin? Das sind keine Kriecher. Ich glaube nicht, dass sie Zugang zu diesem Teil der Einrichtung haben. Zugang, hä? Müssen wir wieder von vorn anfangen? Zugangskontrollen verhindern unvorhergesehene und unerfreuliche Zwischenfälle. Ja. Schließlich wollen wir nicht, dass sie herumstöbern und in den Computerterminals herumschnüffeln. Oder? Gameboy. Oberkommando, hier Delta. Sehen Sie das?
sehe es, Phoenix. Aber wir können dazu nichts finden. Es ist, als ob es gar nicht existiert. Unter uns gesagt, sie sind jetzt auf völlig geheimem Gelände. Ihre Vermutungen sind genauso viel wert wie meine. Roger. Delta Ende. Verdammt. Okay. Alter. Jack, kling dich ein und versuch was rauszufinden. Vielleicht bekommen wir über einen der Terminals ein paar Informationen. Warte mal, wir macht doch Gameboy macht gerade irgendwas. Ich weiß es nicht. Kann ich auch noch nicht drücken. Dies sind modernste Sicherheitssysteme, die mit keiner Technik umgangen. Aber nix. Versuch's weiter, Jack. Wir brauchen die Infos. Okay, du musst jetzt den Schalter drücken. Hier, ne? Oh. Nein. Was hast du gemacht? Ich hab den Schalter umgelegt. Und der hat den Ast zersägt. Gut gemacht, Jack. Rettet die Kinder, heißt es immer. In diesem Fall tun wir das wirklich. Zumindest setzen wir wirklich alles daran. Was soll das? Klingt nach Niles. Nur etwas weniger durchgeknallt. Der Weg nach Mount Kadar wird nicht einfach sein. In keinster Weise. Wir müssen nachts durch den Schnee marschieren. Vorsitzender Monroe gewährt uns für den Transport der Patienten nicht einmal Fahrzeuge. Patienten? Wer soll das denn sein? Keine Ahnung. Ich werde ein teilweise empfindungsfähiges System für die Bewachung der Einrichtung installieren. Ich will nicht, dass die Zuchtlokus gestört werden. Wir sind doch alle daran interessiert, ihr Aufwachsen zu untersuchen. Es ist mir ein wenig peinlich einzugestehen, dass das Sicherheitssystem auf meiner Persönlichkeit basiert. Doch vielleicht verleiht... Jack, was ist passiert? Was war das? Nichts Gutes. An Ihrer Stelle würde ich die Einrichtung jetzt verlassen. Ich habe Sie gewarnt. Wie es scheint, haben Sie die Zuchtlokus geweckt. Das könnte zu Problemen führen. Quatsch. Die züchten hier die Lokust, Alter. So, ich nehme mal lieber Flammenwerfer. Nö, ich nicht. Ich kipp den mir auf. Wer weiß, was da noch kommt an fetten Gegnern oder so. Guck dir die Dinger mal an. Hä? Fett genug? Ach. Geht schon. Ich höre was. Sie versuchen zu entkommen. Sollen wir ihnen helfen? Ich glaube nicht. Wir wissen nicht, was da drinnen ist. Könnte verseucht sein. Oder schlimmer. Okay. Hast du vielleicht recht. Ja. Zuchtlokus natürlich. Haben Sie vor der Ankunft nicht den Bericht gelesen? Mami. Welchen Bericht? Verdammt. Wo geht's raus, Alter? Achtung. Alter. Bescheuert oder was? So viel stecken die aber auch nicht ein, ne? Nö, die stehen bloß hinter dir wieder auf, aber ist okay. Gut. Hinter dir. Leer! Ich bin leer! Wo steht die denn noch wieder auf? Oh ja. Ich glaube, wir müssen hier weg. Die stehen wieder auf. Doch deine Muni? Eine Flammenwerfer-Muni, meine ich. Wir müssen hier lang, oder? Noch ein paar Muni habe ich noch. Die Zuchtlokus sollten noch nicht geweckt werden. Hier ist Munition. Eine Einmischung dieser Größenordnung wird Folgen haben. Hä? Ernsthafte, wo? Furchtbare Folgen. Brauchtest du? Frag nur. Jetzt ist er auf jeden Fall gegrillt. Kannst du Gulasch draus machen?
Oh, oh, oh. Du musst ja gleich auf mich schießen. Nein, 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 da der Hemmung. Gut. Auf geht's. Also schießen ist irgendwie effektiver. Mit Maschinengewehr. Oder nicht? Total effektiv. Wieso tot? Naja, fast. Wollten zersägen. Och Mann, oh! Hör doch mal auf! Was machst du? Sag ich doch, ich zersäg ihn! Boah, beide! Alter, ich seh nichts mehr. Alles voller Blut. Sie ist leer. Oh, meine Wumme ist leer. Warum ist meine Wumme leer? Das war jetzt eine ultra brutale Szene, wie du den durchgehäckselt hast und ich. Hier ist Munition, komm her. Hier sehe ich auch gerade, ja. Munition. Her damit. 69 Schuss, aber immerhin.